Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4 Staffel 6 Barfuß. Ich bin mal wieder zurück in den Dschungel gesprungen, da ich mich sehr erschrocken habe, was wir alles zu Hause vorgefunden haben. Also auf Ben wird einiges zukommen, da sollte sich vielleicht auch mal telefonisch zu Hause melden, aber so wie ich ihn kenne, kommt immer nur so mal so ein so, das geht mir gut, wa? Das ist alles cool. Ich würde behaupten, dass jetzt auch schon hier wieder einiges an Zeit vergangen ist. Wir ignorieren jetzt einfach mal die Wochentage und die Echtzeit im Spiel, sondern ich möchte ja, dass das so ein bisschen vorangetrieben wird über das Jahr hinweg, das er im Dschungel verbringt, weil wildes Studentenleben gibt es ja noch nicht, also tun wir jetzt bla. Sodass ich jetzt einfach behaupten würde, dass Ben schon ein bisschen länger im Dschungel ist, zumal die eine ja auch schon hochschwanger ist, die Atasa, sodass... Oh, das ist ja aufgemacht. Wann hast du das denn gemacht? Okay. Sodass er hier halt bestimmt schon 9 Monate ist, also sollte er schon ein bisschen was gelernt haben. Und anscheinend, ja, hat er das auch, weil er sich hier im Dschungel befindet. Wo stecken eigentlich wieder die anderen? Also ich meine, nicht im Dschungel, sondern im Dschungeltempel befindet. Dann gehen sie mal weiter runter, Mister, und dann gucken wir mal. Ja, keine Ahnung. Dann gucken wir mal, welche Mechanismen uns hier weiterbringen. Ach Gottchen. Das ist aber schon ein krasser Tempel, war. So was habe ich noch nicht gesehen. Ich hoffe, die anderen kommen auch bald, dass man das zusammen ein bisschen hier untersuchen kann und gucken kann, was hier abgeht. Das sieht aus wie mein Gesicht, war. Das ist ja krass, ey. Und er ist ein bisschen schlanker geworden. Vielleicht doch ein bisschen joggen gegangen. Oder die schlechte Ernährung vom Fertiggrillkäse hat ihn doch häufiger auf die Toilette getrieben, als er eigentlich wollte. Naja, ist schon ordentlich was dran. Ich wahrscheinlich hier die ganze Zeit schwimmen gewesen, während ich beim anderen Haushalt war. Aber das habe ich ja oft das Gefühl, dass sich Dinge einfach dann verändern, wenn man zu lange irgendwie ein Sim alleine lässt und nichts macht. Das kannst du auch noch untersuchen. Und die da lassen sich noch untersuchen. Und? Lässt sich mit keinem dieser Auslöser öffnen, also können wir die Maske nicht benutzen. Dann schau mal, ob das ein Mechanismus ist, den du dafür nutzen kannst. Natürlich gucke ich denn da. Das sieht interessant aus. Das sind so Blätterchen, das sind so... Okay, das... weiß ich jetzt nicht. Lässt sich nicht damit öffnen. Also müssen es die Skelette sein. Ben, es müssen die Skelette sein. Was will er hier machen? Sascha bitten, Freundin zu werden. Ich weiß nicht. Ich meine, es ist ja sein Wunsch. Ben will erwachsener werden. Ben will ein bisschen vorankommen in seinem Leben. Wo sind die anderen eigentlich? Ach, die sind immer noch hier. Ach so, aber die waren doch vorhin nicht hier. Also Ben möchte ja wirklich erwachsener werden. Er möchte ja Verantwortung übernehmen für sein Leben. Und er macht hier etwas, was ihm sehr viel Freude bereitet. Obwohl er Hitze hasst, den Dschungel hasst. Es hasst, gehasst zu werden von anderen Menschen. Er hat sich durchgebissen, er hat das durchgezogen, er hat das gemacht. Er ist auch sehr glücklich gerade aktuell, ja? Gut, er ist wieder den Mädels ein bisschen nachgestiegen. Das ist ja so ein Problem von ihm. Aber wenn er dann halt der Frauenliebhaber ist, dann ist das halt so. Was, mit keinem dieser Auslöser? War das jetzt dann doch mit einem hiervon? Okay, nicht mit... Oh, Moment, das war nicht mit allem dieser Auslöser. Allen Auslösern öffnen lässt. Wir können unser Glück versuchen. Wurde bereits untersucht. Oh mein Gott, wir müssen unser Glück versuchen. Dann probieren wir mal auf gut Glück. Ben! Bitte stirb nicht, Ben! Okay. Oh Gott sei Dank. Oh, das war das Richtige. Wow, ich bin da total entweder. Ich habe das hier nur gesehen. Ich hab das gesehen. Ich wusste das. Boah, wie schick das hier aussieht. Oh, wir können schon mal den ersten Schatz holen. Was ist hier los? Historische Fakten studieren. Ja, Mann, lass mal historische Fakten studieren. Boah, wie cool. Das ist alles so cool. Ob wir hier auch nochmal dem Skelett begegnen? Also das untersuchen bitte. Das kenne ich noch gar nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Krass. Ey, ich habe auch noch einen richtigen Schatz hier gefunden. Das ist ja krass, Mann. Das werde ich untersuchen. Ja, wir haben schon ein paar Artefakte gefunden. Wir brauchen noch viel mehr Artefakte. Dann Ben. Ben wird derjenige sein, der vermutlich sehr viel Geld in die Familie bringen muss. Alleine wegen Atasa und dem neuen Baby. Also, ich glaube, dass wir uns am Anfang mit dem Baby noch arrangieren können im Haushalt. Aber ich bin schon der Meinung, dass Smart as Ben, der sich übrigens ein bisschen rasiert hat. Oh, da habe ich gar nichts mit zu tun. Nein, nein, nein. Das geht ihm, also so ein dichter Bart geht einem im Dschungel halt, glaube ich, mega auf den Nerven. Ich wollte das ein bisschen passender zu seinem Gesicht haben, zu seinem wunderschönen Kinn. Er hat echt einen guten Kinn. Okay, seine Nase sieht jetzt um einiges größer aus mit dem Bart, aber das ist halt Ben.
Na, Ben lernt sich kennen. Ben macht einen auf Indiana Jones mit Gammelklamotten-Look. Ja, das habe ich jetzt aufgemalt. Das verstehe ich auch. Jetzt hab ich richtig viel gelernt. Kann ich nicht anders sagen. Ich muss pissen. Alter, ich muss so pissen, ey. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie ich pissen muss. Ich schätze mal, wir werden nicht mehr rechtzeitig aus dem Tempel kommen, wenn er so langsam ist. Sowas wie eine Toilette to go haben wir nicht mit dabei, nicht wahr? Dann schicke ich den mal in den Busch, während alle dort um die Palme tanzen. Kann man ja mal machen. Denn hier mal da bestäuben, mein Freund. Ja, also Ben erwächst und Bens, wie soll ich sagen, Bedürfnis nach Zwischenmenschlichkeit erwächst auch. Ja? Vielleicht können wir ja mal dann so noch mal ein bisschen mit dem... Oh, wir sind irgendwie gesegnet. Gut, der Ahnung. So, das kann man ja mal machen. Können wir... Oh, komm. Es ist gerade wunderschön, romantisch, die Sonne ist untergegangen, wir befinden uns im Dschungel. Liebesgedicht rezitieren. Komm, Ben, hau mal einen raus. Ich hab Hunger, ich hab gerade einen rausgehauen. Was willst du denn? Achso, ich hab... Ja, warte, ich bin müde, ich hab Hunger, aber das kriege ich noch hin. Oh, oh. Was macht sie da? Hat die gerade Feuerkäfer dirigiert? Krass. Ey, Süße, wa? Jedet dir gut? Ich hab gedacht, ich hab mal was hier geschrieben. Das kam mir als Inspiration, als ich die schönen Ruinen angesehen hab. Oh, du bist ja tiefgründiger, als ich dachte. Ja, apropos tiefgründig, ich würde gerne schlafen gehen. Ganz tiefgründig schlafen gehen. Dann leg dich mal ins Bett. Okay, Ben. Lass wir Ben mal ein bisschen pennen. Lassen wir ihn sich um sich selbst kümmern und dann schauen wir uns das wieder an, wenn er wieder fit ist. Ich glaube, wir erfahren auch gleich, wer im Lotto gewonnen hat. Vielleicht verändert das nochmal alles im Leben unserer Sim. Das könnte sein. Oder auch nicht. Lotto ist nämlich Kacke. Und? Erwartungen von Christina nicht entsprochen. War fantastisch. Alles geplant. War fantastisch. War tolle Lotterie. Wir haben noch nicht herausgefunden, wer eine Lotterie gewonnen hat. Okay, gut. Wir wissen, dass Christina nicht teilgenommen hat an der Lotterie. Das liegt einfach daran, dass sie ein rational denkender Mensch ist und sich gedacht hat, nein, danke, bitte no. Huch, warum geht das jetzt auf einmal so schnell? Ach, weil alle anderen weg sind, oder was? Sind wir jetzt hier wieder alleine? Urlaubsende dauert nur noch einen Tag. Oh, das bedeutet, das Jahr ist jetzt quasi mehr oder weniger fast rum. Also ich würde vielleicht sagen, so ein paar Monate noch irgendwie. Und dann springe ich nochmal und dann kommt er wieder. Und dann haben wir... Also ja, ein kleiner Zeitsprung halt einfach. Ich weiß nicht, ich würde einen Monat damit noch nicht altern lassen, sondern es ausnutzen, weil Kleinkind sind die ziemlich lange, Schulkind ist halt gleich 7, 8 Jahre alt. Das finde ich halt ein bisschen krass für einen Zeitsprung. Also ich glaube nicht, dass die WG sagt, oh ja, lasst uns eine Familie sein und wir leben jetzt alle zusammen weiter in der WG mit der Familie, sondern das ist noch ein Kleinkind und die ist halt erst so 3 Jahre alt und das ist noch in Ordnung, das geht irgendwie noch so. Atasa ist jetzt neu da, die ist jetzt auch spontan plötzlich schwanger und so. Deswegen würde ich jetzt das Kind damit nicht altern lassen, das würde einen zu krassen Zeitsprung geben. Ich will da ein bisschen langsamer rangehen. Außerdem würde ich gerne ein Special vorbereiten und dafür brauche ich Zeit, was ich aktuell einfach nicht habe. Letzte Hitzewelle! Da gibt es Planschspaß. Man geht am Lagerfeuer spielen und man flitzt. Ja, geh nochmal flitzen. Geh flitzen, los jetzt, geh flitzen. Das sieht ja hier niemand, wa? Das feiert man so? Mir ist eh gerade super warm, wa? Das ist die letzte... Ich geh flitzen. Das hat echt... Das kriegt halt niemand mit hier. Ich kann hier flitzen, wie ich will. Das ist meins. Das ist voll super. Oh mein Gott, wo geht er hin flitzen? Oh mein Gott! Ben rennt einmal durch den ganzen Dschungel! Kennt ihr noch diese witzigen kleinen Dinge, die so passieren, wenn ein Sim also im Dschungel durch die Gegend läuft und dann in irgendeinem verlassenen Camp plötzlich auf jemanden trifft, der aus dem Busch springt und so? Das ist Ben. Ben, der nackte Ben. Hast du überhaupt Haare am Körper? Ja, der nackte, haarige Ben und ist einfach über eine Schlange gelatscht. Tut das nicht, das ist gefährlich. Wo rennst du denn hin? Oh mein Gott. Wenn der sagt, geh flitzen, dann meint er, das ist aber ehrlich gemeint mit dem Geflitzen. Einmal überall durch den ganzen Busch. Krass. Ben zeigt seinen Busch im Busch. Gut, dann hätten wir das auch schon mal erledigt. Wenn die Sim beim Flitzen über Steine laufen, klingt das ein kleines bisschen nach Klatsch, 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 Klatsch.
Ja, da freut sich einer. Dann hätten wir das auch schon mal erledigt. Dann kannst du gleich versuchen, dich zu waschen. Und nochmal ein bisschen Grillkäse essen. Und jetzt müssen wir dringend hier unten das Rätsel vollenden. Aha. Hier, geh erstmal das untersuchen. Und jetzt geh das untersuchen. Los jetzt. Ich möchte einfach, dass Ben zum Abschluss seines Universitätsaufenthalt, seines Studentenauslandsjahressemesters, wie auch immer wir es nennen wollen, noch den Tempel erforscht. Okay, das ist so ein, ja, wie soll ich sagen, Hey. ein richtiger Meilenstein für ihn. Und auch für seinen Geldbeutel, hoffe ich. Und, wie sieht's aus? Das ist so. Ah ja, klasse. Okay, ich kann das nicht. Das kann, mit diesem Mechanismus kann das geöffnet werden. Das ist gut. Dann mach das mal gleich. Oh, er ist gesiegt. Gunst der Ahnen, weil Tempelschutz aktiviert. Und das ist auch immer noch ein bisschen geil wegen der Liebesquelle. Sieht ja auch echt gut aus, der Ben, ne? Kannst du ja sagen, was du willst, ja, richtiger. Wenn ich bedenke, was für ein dünnes Ding das vorher war. Ben war am Anfang so dürr und jetzt hat er ordentlich, nicht nur ordentlich, sondern auch ganz schön überall so zugelegt. Nicht übel, nicht übel, der Herr. Kann man sich ja nicht beklagen. Aber kein Wunder, wenn du ein Jahr lang im Dschungel verbringst und alles selber machen musst, dich um alles selbst kümmern musst, schau mal, was da ein bisschen Muskel wächst. Gucken, wie lange das so bleibt. Alissa Blumenkern hat beim Lotto. Deswegen spielt man kein Lotto. Ach, ist schon wieder der Mechanismus. Dann brauchst du dich um den anderen gar nicht kümmern, dann nimm wieder die Blätterglyphe. Oh, weil er das Loch gesehen hat. Alles klar, Ben, alles klar. Ich glaube, der braucht mal dringend wieder ein bisschen Sascha. So eine kleine Prise Sascha würde ihm ganz gut tun. Wir können jetzt ganz tief in den Tempel eindringen und die große Tempelschatztruhe öffnen und die kleine Tempelschatztruhe öffnen. Genial! Auf geht's, Ben! Ich hab's geschafft. Das ist das Ende, wa? Das ist die große Schatztruhe. Ich glaube es nicht. Ey, meine Professorin, die wird so stolz auf mich sein. Was ist das? Tempel abgeschlossen. Oh mein Gott, 2000 Simoleons. Nicht schlecht. Und Samba haben wir auch noch bekommen. Samba mag ich. Wow, und wir haben so einen krassen Frosch für 9000 gekriegt. Die Frösche sind so krass, Leute. Und hier kriegen wir noch einen krassen Frosch. Ja, nicht ganz, aber fast. Wow, okay, cool. Heißt, wir können jetzt von hier aus wieder nach Hause reisen. Oder gab es hier nochmal was zum Ausbuddeln? Ich würde sagen, dann kannst du, ja, eine Ausgrabungsstätte ist jetzt vielleicht ein bisschen viel verlangt. Du kannst hier noch ein bisschen ausgraben. Und diese Dinge nehmen wir dann mal wieder mit. Weil anscheinend die anderen haben wahrscheinlich gesagt, so, Ben, ja, du machst das hier noch zu Ende. Wir gehen an andere Ausgrabungsstellen oder so. Ich habe doch auch keine Ahnung. Warum glitzert der denn so? Könnte man weiterentwickeln. Das geht aber nicht, weil das ja auf einem anderen Grundstück ist. Na gut, also, dann werde ich mit Ben jetzt wohl mal zurück ins Camp reisen. Und da sind wir wieder im Camp zurück. Was ist hier los? Haben wir ihn gerade angesteckt mit unserem Glücklichkeits-Sonnending? Ja, Mann, geil. Du strahlst ja richtig, Bro. Hast dich richtig gemacht, was? Ja, ich habe mir bemüht, ne? Ich habe mir sehr bemüht, dass ich jetzt dem hier gerecht werde. Ja, geil, Mann. Wir stehen jetzt hier nur rum, oder? Ja, ich glaube ich auch. Was können wir dann jetzt mal machen? Du musst aufs Klo, dann geh doch auf den Potti. Was ist denn dein Problem? Toilette benutzen. Wunderbar. Und essen müssen wir auch. Ja, wie war das denn jetzt hier mit dem Grillen? Am Lagerfeuer sitzen finde ich jetzt nicht so geil bei der Temperatur. Ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Es muss jetzt nicht unbedingt sein. Planschnass. Das ist ja jetzt nicht um hier. Man kann hier jetzt nicht schwimmen. Können wir hier dann faulenzen? Das ist dazu gedacht. Genau. So feiert man das heute. Sag mal, wo ist denn hier schon wieder der ganze Rest? Ah, da läuft Juan und da haben wir Mafalsa. Sehr gut. Und der Rest ist wahrscheinlich drin, weil es so warm ist. Wo ist Sascha? Ich meine, wenn jetzt bald der Tag der Abreise kommt, dann sollten wir nochmal mit Sascha sprechen. Ben scheint ja definitiv mehr zu empfinden. Zumindest ist das erste Mal so, dass er jetzt mit seinem verantwortungsbewussten neuen Ich in die Richtung, ja doch, hätte ich gerne als Freundin eintaucht. Ich meine, sie teilen ja nun mal auch beide die gleiche Leidenschaft.
Oder ob das wieder so ein Schnellschuss ist, wie es damals mit Dingens, na, der anderen da war. Wie hieß ihn auch gleich? Ich komme auch schon nicht mehr mit. Mylène, genau. Das weiß ich nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Oh ja, chill dich hier rein. Das ist schön kühl. Das muss man mal machen. Warum machen es denn die anderen nicht? Wenn es so schön kühl ist. Und dann wird noch was zusammen gegessen. Aber ans Lagerfeuer setzen kommt nicht in Frage. Da ist Sascha. Wunderbar. Gibt es irgendwas? Wettervorliebe. Liebe erklären für Wind. Wind ist auch eine wunderschöne Sache. Wie lange planscht man dann so da drin? Bis das abgeschlossen ist, dauert das ein bisschen. Also, anscheinend zählt das nicht. Oder die Sim müssen sehr lange da drin liegen. Dann ist mir das jetzt auch egal. Dann will ich, dass er jetzt nochmal mit Sascha quatscht. Okay, Ben wird sicherlich noch ein paar Abschlussprüfungen durchstehen müssen. Wahrscheinlich hier seinen Abschlussbericht schreiben. Und wird sicherlich noch eine Weile im Dschungel bleiben. Währenddessen begeben wir uns wieder zurück zu unserem WG-Haushalt, weil das Baby dort kommt. Oder vielleicht kam das sogar schon. Deswegen, Leute, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei The Sims 4. Wenn es dann heißt Baby-Alarm. Warum ist eigentlich jeder schwanger aktuell im Let's Play? Überall. In jedem Let's Play ist irgendjemand schwanger. Unglaublich.